Betreiberwechsel in Südhessen, ICE-Züge auf der Main-Weser-Bahn und Mersübex-Linie nach Frankfurt. Der Fahrplanwechsel im Dezember 2018 brachte auch im Rhein-Main-Gebiet einige Änderungen. In diesem Video möchte ich euch diese genauer vorstellen. Viel Spaß! Wir beginnen direkt mit der größten Änderung, dem Betreiberwechsel im Netz Südhessen-Untermain. Dieses besteht aus den Linien RB58 Frankfurt-Laufach und der RB75 Wiesbaden-Aschaffenburg sowie dem Verstärker RE59 Hanau-Frankfurt-Flughafen. Diese wurden bislang von der DB Regio betrieben. Die RB58 ist zwischen Frankfurt und Laufach unterwegs. Sie verkehrt stündlich von Frankfurt Süd nach Laufach. Ebenfalls zur RB58 gehören aber auch die Verstärker zwischen Frankfurt und Hanau, die gemeinsam mit dem RB58 Langläufer und dem RE54 zwischen Frankfurt Süd und Hanau einen Halbstundentakt bilden. Mehr zu diesem etwas komplexen Ergänzungskonzept erfahrt ihr jedoch in extra Dokus, deren Link ihr in der Videobeschreibung findet. Hinzu kommt wie angesprochen der RE59, der von Montag bis Freitag alle 2 Stunden zwischen dem Hanauer Hauptbahnhof und dem Frankfurter Flughafen verkehrt. Seit Dezember 2015 verkehrten auf diesen beiden Linien Elektrotriebwagen der Baureihe F25 mit 206 Sitzplätzen und einer Höchstgeschwindigkeit von 140 km/h. Sie fuhren in Einfach-, zur Hauptverkehrszeit in Doppeltraktion. Die RB75 verkehrt von Wiesbaden über Mainz und Darmstadt nach Aschaffenburg und wird dabei auch als Südhessenbahn bezeichnet. Sie verkehrte bisher stündlich, im Berufsverkehr halbstündig. Auf dem Ostabschnitt Darmstadt-Aschaffenburg herrschte am Sonntagmorgen nur ein 2-Stunden-Takt, außerdem fuhr hier in beide Richtungen ab 22 Uhr täglich kein Zug mehr. Eingesetzt wurden auf dieser Linie Wendezüge bestehend aus einer E-Lok der Baureihe 143 und 3 Doppelstockwagen. Mindestens eine Garnitur bestand in der Regel auch aus nur 2 Wagen. Außerdem fuhr meist ein Umlauf mit einer Baureihe 114. Auf diesen 3 Linien begann dann am 9. Dezember 2018 ein neuer Verkehrsvertrag, der bis 2033 gilt. Neuer Betreiber ist die Hessische Landesbahn, kurz HLB. Am Takt der Linien ändert sich auf RB58 und RE59 nur Unwesentliches. Bei der RB75 hingegen beginnt der HVZ-Halbstundentakt nun 2 Stunden früher. Auf dem Westabschnitt Darmstadt-Wiesbaden wird außerdem nun sogar von Montag bis Samstag ganztägig im Halbstundentakt gefahren. Zudem herrscht auf dem Ostabschnitt jetzt auch an Sonntagen ein durchgehender Stundentakt und der letzte Zug fährt in Wochenendnächten sogar 2 Stunden später als bisher. Zum Einsatz kommen Elektrotriebwagen des Typs Alstom Coradia Continental, auch als Baureihe 1440 bekannt. Diese verkehren auf allen 3 Linien meist in Doppeltraktion. Insgesamt besitzt die HLB 30 Fahrzeuge, davon 13 3- und 17 vierteilige Züge. Die fabrikneuen Fahrzeuge besitzen Klimaanlagen, rollstuhlgerechte Einrichtungen, moderne Fahrgastinformationssysteme und kostenfreies WLAN. Sie bieten, sofern sie in Doppeltraktion fahren, ein erhöhtes Platzangebot. Außerdem sind diese Fahrzeuge alle 160 km/h schnell, was sich positiv auf die Pünktlichkeit auswirken dürfte. Auf mehr Fahrgastkomfort und eine höhere Pünktlichkeit dürfen sich auch die Fahrgäste der IC-Linie 26 freuen. Es handelt sich um die Linie Karlsruhe-Hamburg und darüber hinaus zum Teil weiter nach Westerland auf Sylt, Stralsund oder Ostsee-Bad Binz.
welche bekannt dafür ist, dass sie im Gegensatz zu den schnellen ICE-Zügen nicht über die Schnellfahrstrecken, sondern die Altbaustrecken verkehrt und so zahlreiche sonst vom Fernverkehr abgeschnittene Städte wie Heidelberg, Darmstadt oder Gießen mit anbindet. Da die Bahn jedoch im Laufe der kommenden Jahre die alten einstöckigen ICEs schrittweise aus dem Betrieb nehmen möchte und auf der Linie 26 aufgrund des Hochgeschwindigkeitsabschnitts Kassel-Hamburg keine Intercity 2 Doppelstockzüge eingesetzt werden können, blieb ihr nichts anderes übrig, als die Linie 26 zu einem ICE aufzuwerten. Zwar können sich nun Städte wie Darmstadt, Gießen oder Rostock über die lang ersehnte ICE-Anbindung freuen, an Takt und Fahrzeiten ändert sich aber genau genommen gar nichts. Inwiefern ein an Halten wie Karlsruhe-Durlach, Bensheim oder Stadt-Allendorf haltender Zug ins Bild eines ICE passt, ist zudem höchst fragwürdig. Wie dem auch sei, mit der Umstellung auf die ICE-T-Triebwagen der Baureihe 411 führen nun wieder alle Züge der Linie ein Bordbistro mit und verfügen nun über einen WLAN-Zugang. Außerdem steigt auch die Pünktlichkeit der Züge, da der Zug zwischen Hannover und Kassel bei gleichem Fahrplan nun 30 km/h schneller fahren kann. Ein Zugpaar wird auch weiterhin als lokbespannter ICE verkehren, nämlich das Zugpaar IC 2374-2375 nach Westerland auf Sylt, das aufgrund des nötigen Lokwechsels in Itzehoe auf 218er nicht mit Triebwagen betrieben werden kann. Die dritte große Änderung betrifft den Südwestexpress, kurz SÜWEX, dessen Linien RE4 Karlsruhe-Mainz und RE14 Mannheim-Mainz seit 9. Dezember mit Halt in Hochheim und Frankfurt-Höchst weiter bis zum Frankfurter Hauptbahnhof fahren. Es gibt so nun immer 5 zur Hauptverkehrszeit bis zu 7 Nahverkehrszüge pro Stunde zwischen Frankfurt und Mainz. Um die Zuverlässigkeit auf dem RE4, der im südlichen Abschnitt auch eingleisige Streckenabschnitte aufweist, nicht zu verschlechtern, ist der RE4 von Frankfurt kommend zunächst in Mainz gebrochen. Sprich, man muss zwischen 2 Zügen umsteigen. Erst wenn nach ein wenig Erfahrung festgestellt werden kann, dass die im Knoten Frankfurt entstehenden Verspätungen für den RE4 nicht gravierend sind, wird dann auch der RE4 immer durchfahren. Abfahrt der neuen Züge in Mainz ist immer zur Minute 49 und in Frankfurt immer zur Minute 38. Zuletzt sei noch angemerkt, dass einzelne Züge zwischen Frankfurt und Mainz auch von Flex betrieben werden. Auf einen neuen RE kann man sich auch in Eltville freuen. Seit dem Fahrplanwechsel gibt es im Berufsverkehr einen zusätzlichen Expresszug unter dem Namen RE9 zwischen Frankfurt und Eltville. Er hält zwar an denselben Halten wie die RB10, lässt allerdings den Wiesbadener Hauptbahnhof links liegen und benötigt so nur 41 anstelle der sonst üblichen 54 Minuten. Abfahrt in Eltville ist um 6.05 Uhr und 8.05 Uhr und in Frankfurt um 7.11 Uhr und 17.10 Uhr. Auch bei der RB10 gibt es neue Züge. Von Mai bis Oktober ist die Linie nun samstags zwischen Frankfurt und Assmannshausen alle 30 Minuten unterwegs. Alle neuen Züge verkehren wie die bisherigen Züge der RB10 mit Elektrotriebwagen der Baureihen 427 und 428 unter der Regie der Vias. Auch bei der S-Bahn Rhein-Main gibt es mehr Verstärker, beziehungsweise die bisherigen Verstärker verkehren bereits früher oder länger. Außerdem übernimmt die S-Bahn Rhein-Main 14 Elektrotriebwagen der Baureihe 425 zur Flottenverstärkung. Es handelt sich dabei um die Züge der RB58 und RE59. Nach einem Redesign sollen sie dann im Laufe des Jahres auf der Linie S7 sowie den S8-Verstärkern zwischen dem Frankfurter Hauptbahnhof und dem Frankfurter Flughafen in den Einsatz gebracht werden. Die Fahrzeuge verfügen nicht über die klassische Einstiegshöhe für S-Bahn-Bahnsteige und werden deshalb auch nicht über die Tunnelstammstrecke fahren. Auf der vollständig oberirdischen S7 hingegen, auf der ein Mischbetrieb mit Fern-, Regional- und S-Bahn-Zügen stattfindet, besitzen die Fahrzeuge die perfekte Einstiegshöhe, wohingegen bei den aktuell eingesetzten 34ern immer ein Höhenunterschied überwunden werden muss. Änderungen im Fahrzeugfuhrpark gibt es zuletzt auch noch bei der Westfrankenbahn. Die zahlreiche in anderen Regionen freigewordene Desiro, also 642 Triebwagen, für ihr Netz übernimmt und so etliche der älteren 628 in den Ruhestand verabschiedet. Zuletzt gibt es auch noch einige kleinere Änderungen auf verschiedenen Linien, die hier nicht weiter erläutert werden. In der Infocard könnt ihr abstimmen
ob ihr auch einen Bericht zum RB75 Abschiedstag sehen wollt. Ansonsten bedanke ich mich jetzt bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.